willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Overwatch auf Cash. Und wir haben hier noch Warm-Up, okay, sogar noch ganz tiefes Warm-Up. Warum wird ihm denn da etwas gedrückt, dem Zachary? Ist er durchgehend am Rumschreien, was wir leider nicht hören können? Oder ist er am Hacken? Werden wir herausfinden, hoffe ich doch. Ich spule mal noch ein Stück, also wenn hier gar nichts passiert, werde ich spulen, weil wir müssen uns nicht angucken, wie erwartet. Ah, jetzt sind alle da, okay. Die immer wieder in die Luft schlägt. Okay, los geht's. Bin gespannt. Wir gucken mal direkt nach den Pings. Okay, okay. Oh, kann man machen. Wo ist meine Maus? Ah, da ist er. Zum Ohr halt, nicht? B kommt schon, was? Nee. Die chillen komplett. Oh, mit der hat voll genascht. Pass mal auf. Wenn jetzt Zigzag direkt reinguckt. Was er nicht macht, er läuft einfach vorbei. Oh. Ich habe gerade so die leichte Vermutung. Oh! Alter Falter, Sieger, dass er hackt? Ich wollte gerade sagen, ich habe die leichte Vermutung, dass die Mates vielleicht. Oh, fuck, fuck, fuck! Sorry, aber er hat eh keinen Kill gemacht. Dass dann die Mates vielleicht reportet haben, weil er die Runde nicht geholt hat. Ich meine, sowas. Kann sicherlich auch passieren unter Vollidioten. Dass man da nicht nur gekickt wird oder dass es nicht gekickt wird, sondern dass es heißt, ja, ich gebe dir jetzt einfach Griefing. Er ist so ein bisschen dahinter auch, aber. Oh, Behind kommt gleich nach. Er hat gerade etwas merkwürdig nach links geschaut, oder? Muss aber nicht zwingend was heißen, ne? Guck mal. Der kommt jetzt auf jeden Fall gleich oder sollte gleich kommen. Man hat ihn noch extrem trampeln und ja, der war. Der war ja recht sweet und da hat er wieder genascht. Aber ordentlich. Von Hatchet, ne? Ja, Hatchet ist der, der die krassen Shots verteilt. Hm. Hätte er jetzt noch geschossen, als er eben so langsam nach rechts abgedriftet ist. Hätte ich gesagt, okay, naja. Ich meine, wobei das ja auch der Punkt ist, ne, an den du schießt, wenn du ins Window schießt und er geht nach rechts weg, dann versucht man natürlich da durchzubängen, aber nicht so langsam mit Bedacht, sondern da holst man dann drauf. Er spielt so merkwürdig. Guck mal, wie weit hinten er steht. Pass auf, die AWP kommt jetzt gleich, nicht? Er aimt schon mal, so ein bisschen Richtung Kopfhöhe. Obwohl seine gesamte Spielweise so merkwürdig ist. So langsam rumdümpeln irgendwo. Fernab von den Feinden. Es wirkt echt komisch. Auf. Das ist Hatchet, ne? Den drücker da. Achtung, der geht close rein. Schmeißt du Flashbang. Oh, er geht nicht rein. Ich dachte, er pusht jetzt mit Deagle. Wisst ihr, wie so ein Verrückter. Er hat ja schon ein paar schöne Shots gemacht. Okay, er smogt auf und rennt auf A. Bombe ist ja auch down, also von daher weiß ich gar nicht, was die da noch machen. Natürlich wurde wieder gefragt, ob ich herausfinden kann, wie alt der Suspect ist und was er für ein Geschlecht hat. Oh, Suspect, was machst du? Gar nichts? Also es wirkt schon mal wie ein Mon. Wie ein kleiner Mon, oder? Das wirkt schon sehr männlich, wie er so vor sich hinspielt. Ich weiß noch nicht, was sein Plan ist mit diesem hinten abwarten. Wenn wir jetzt mal sagen oder davon ausgehen, gut, er hat eine Vision Assist, wobei sein Mate auch gerade eben ziemlich krass den Gegner hinterhergeschossen hat, dann ist es natürlich generell nicht schlecht, hinten erstmal zu chillen und seinen Mates anzusagen, wo die Gegner hinlaufen. Das kann man natürlich machen. Sowas habe ich selbst auch schon gehört, wie es meine Mates jemand anderem vorgeworfen haben, von wegen, ja, der schaut für die anderen. Das war jetzt wiederum schickes Pre-Fire, was man von einer sonstigen Spielweise überhaupt nicht erwartet, dann. Oder gar nicht herauslesen kann aus einem sonstigen Gedümpel da hinten. Och, ich meine, wir gucken jetzt mal kurz, wie sich sein Crosshair-Placement gleich verändert, wenn er wieder da ist. Komplett behindert. Ich weiß auch nicht, was er vorhat. Er wirkt echt irgendwie so ein bisschen langsam im Kopf, ne? Also. Fängt er gleich an, sich zu drehen oder was? Weil er. Oh. Boah, ich dachte kurz, die Demo jetzt nicht aufgehängt, aber er bleibt einfach stehen. Also, B ist einer, der direkt reinschaut. Hatchet wieder. Er frisst nicht von ihm. Ist ganz gut durchgeschlappt. Schießt durch die Wand. Eben hat er durch die Wand geschossen. Voll auf ihn drauf. Hat ihm durch die Wand einen Scout-Headshot gegeben. Ich habe schon oft versucht, da durchzuballern. Weiß aber nie, ob ich da jetzt großartig erfolgreich war. Kam.
Der Kollege, der Gegner von hinten kam jetzt auch durch. Also, er spielt echt so unangenehm. Ne, sein Crosshair-Placement, sein Movement und so weiter, sein Aiming wirkt so affig, aber dann kommt es auf einmal voll raus. Und er ist am Pre-Firen und ballert durch, noch jemanden durch die Wand an. Das ist schon extrem komisch. Also, es wirkt auf jeden Fall so, als hätte er zusätzliche Infos, wo die Feinde stehen. Aber als würde er sie maximal... Wollte gerade sagen, maximal zum Ansagen nutzen, aber da ist er jetzt am Hochdrehen. Auf einmal ist er richtig, richtig schnell. Nicht drei Jahre hinten gucken, wo sind die Feinde und dann was machen, ne. Jetzt geht er richtig flott ran. Also ich glaube, da rieche ich auf jeden Fall was. Bei diesem jungen Knaben, wahrscheinlich so 11 oder... Was? 6 Minuten gerade mal, den 11-Jährigen hier angeglotzt. Da darf er noch gar nicht CSGO spielen. Eltern dieser Welt. Lass die verschissenen Kinder nicht ans Spiel dran. Ich drücke jetzt das, was ich glaube. Und dann werden wir weiterverfahren. Ja? Macht's gut. Wir sehen uns heute Abend im Livestream um 18 Uhr. Also jetzt gleich. Für euch ist der Stream... Also der Stream ist jetzt schon. Ich bin jetzt schon dabei. Aber das Video ist halt im Vorfeld aufgenommen. Bis gleich. Link ist in der Beschreibung.